Naja, wir machen nur eine kleine Runde gerade. So. Oh. Ja. Geht aber. Geht? Wie reagiert so von da? Ja, ich muss sagen, gut, ne? Man sieht halt irgendwie schlecht raus. Ja, du kannst ja V drücken, dann siehst du ja besser. Ja. Boah, boah. Also es leckt ein bisschen. Warum auch immer. Mhm. Keine Ahnung wieso. Warte mal, ich lande das Ding mal. Willst du mal fliegen? Flieg du mal. Ich geh mal auf den Sitz. Okay, mal probieren. Warte mal, wo geht's denn hier rein? Achso, ach so, bin ich schon draußen. Naja, ein paar Lampen können wir an die Seite bauen. Ja, duster. So, komm ich da hoch? Wie bist du an den Sitz dran gekommen? Na, einfach also drauf zielen so. Und. Bist drinne? Also ja. Hier eins, ja. Ja, ja. Drehen ist, naja, fliegsam. Ist doch okay. Aber geht. Bremsen ist wichtig. Ja, naja, also nach hinten bremst auf jeden Fall, weil wir haben vier gegen, aber nach vorne haben wir bloß eine Düse, vielleicht machen wir noch. Vorne dran. Also geht es natürlich ab. Also so Geschwindigkeit ist cool. Ja, ja mit 5 Triebwerken no. Im Nacken. Da klappt das. Zack, gut. Also noch. Kann sein, dass vorne irgendwie beschädigt ist? Vorne ja. Beschädigt? Mhm. Was ist denn hier beschädigt? Keine Ahnung, es war 500 runter. Vielleicht beim Demontieren aus Versehen. Ach, deswegen war das Cockpit, war die Scheibe so komisch. Ja. Ich habe mich schon gewundert, ich dachte, was ist denn los, ey? Nee. Sollen wir durch die Waschstraße fliegen oder so? Okay, so, was machen wir? Ich baue noch 2 von diesen eckigen und baue die vorne dran. Ja. Triebwerke, dass wir schön bremsen können. Ansonsten ist eigentlich. Sieht gut aus. Ja, dann mache ich mal gerade hier mein Inventar schon mal leer. Aber Munition habe ich jetzt auch schon gebaut, ein bisschen was. Sauerstoff, aber mal Waffen. Oh, achso, das lassen wir ja im Constructor drin liegen, ne? Den ganzen Krempel. Stahlplatten. Boah. So. Oh, verfaulte Lebensmittel habe ich auch. Ganz toll. Wo kommen die denn hin? In die Küche. Was verfaulte Essen kommt in die Küche? No, genau. Das ist gut. So, Nährlösung. Hier gibt es ein Zeug in diesem Spiel. Das ist echt der Hammer, ja. Das ist echt der Hammer. Grad mal in den Kühlschrank gucken hier. Hier, Maiskolben. Verfallszeit 27. Aha. Was nehme ich denn hier zu essen mit? Maiskolben halten sich lang. Ja, nehme die Konserven mit. Was? Die halten sich am längsten. Welche Konserven? Hier unten sind die Fleischkonserven. Die halten 349 Tage oder Stunden oder was das ist. Gemüsekonserven. Kann auch mal mitnehmen. Ach, hier. Ah, okay. Wie viel machen die denn? Und Nahrungswert 170, okay. So, und dann holen wir hier noch texturiertes Eiweiß mit.
Und das machen wir da rein. Dann holen wir hiervon noch so was mit. So. Ach, Kobalt fehlt, alles klar. Da können wir theoretisch los. Genau, ich wollte nur noch die Triebwerke, aber fehlt mir Kobalt, habe ich gerade gesehen. Ach, guck mal hier, die Paprika ist auch schon nachgewachsen. Ganze Ernten, da gibt es schöne XP. Echt? Und dann ernte ich halt mal alles ab hier. So, alles ernten. Ernten bin ich super. Kann ich noch was ernten? Nee. So, dann packe ich das hier bei Pflanzen rein, oder was? Ja, in den Kühlschrank muss das alles, ne? Warum leckt denn dieses Spiel heute bei mir so? Also bei mir geht's. Moment. Halt, den Mais wohl schon mitnehmen. So. Was sagt denn hier mein Skilltree? Keine Freischaltpunkte. Ich bekomme keine Punkte mehr. Warum auch immer, ich bekomme keine Punkte. Kann ich denn hier irgendwie noch was runtersetzen? Warte mal, hier so grafikmäßig. Machen wir mal so. So. Vielleicht läuft es jetzt ein bisschen besser. Sehen wir dann gleich. Einfach mal auf den Server joinen kann helfen. Ja, könnte auch sein. Wollen wir? So, warte, ich mach noch die beiden. Ja. Triebwerk, ansonsten dann Munition. Haben wir genügend Munition mit? Bohrladung fürs Bohren. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, wie gesagt, wollen wir direkt ins Weltall oder was? Ja, ich weiß nicht, klar. Also. Ja, können wir auch. Dann auf dem Rückweg gehen wir mein Raumschiff holen. Genau. Okay, da warte mal, da muss ich mich hier gerade eindecken. Dann muss ich mal gerade hier an die Waffentruhe. Was habe ich denn? Ich habe ja jetzt nur ein Multiwerkzeug, dann brauchen wir hier so einen T2-Bohrer irgendwo her. Wo ist denn der Teil? Bohrer T1. T1. Kein T2-Bohrer? Also ich kann einen bauen zur Not. Aber schmeiß mal einen an, bitte. Müsste man eigentlich dächtig irgendwie eine Menge haben. Ne? Hier sind überall T1-Bohrer. Mhm. Die braucht man nicht. Wundert mich auch gerade. Ich dachte auch, wir hätten davon was. Was ist denn eigentlich hier? Ach, die Reparaturstation. Ja, der läuft gerade. Wozu ist denn eigentlich der Aufzug jetzt gedacht? So einfach nur, damit man oben weiter ausbauen kann oder einfach nur, damit man da hochkommt? Dass du entspannter hochkommst. Du kannst natürlich auch hochhüpfen, aber... Ja. So, da ist der Bohrer. Was brauchen wir noch? Was war das? Bohrerladungen, ne? Mhm. Wo sind die denn überhaupt? Ja, die musst du bauen. Also. Oh Gott. Da baue ich da weiter mal die Triebwerke dran. Wozu ist dann die Multiladung? Die ist fürs Multitool. Okay, die brauche ich jetzt wohl nicht wahrscheinlich, ne? So, Bohrerladung, wie viel nehme ich denn da mit? Mach ich mal 5 Stück, das sind ja dann... Ich glaube, da gibt es 3 raus. Also 15 müssen ja dann rauskommen, ne? Pro Ladung hast du ja dann sowieso irgendwie 100 oder 200 Schuss. Achso, der muss hier immer noch die Dings machen. Ach ja, dann warten wir noch gerade, dass der da fertig wird. Da. Was ich jetzt bei dem Spiel noch nicht so ganz verstanden habe, was kann man denn jetzt noch erreichen, außer dass man ein besseres Raumschiff bauen kann? Ja. In dem Spiel. Du kannst dann erstmal noch andere Planeten erkunden. Mhm. Und dann kannst du natürlich noch verschiedene Sachen bauen. Dann kannst du jetzt auch verschiedene
Basen und Gebäude der Aliens. Die haben wir jetzt überhaupt noch nicht angeschaut und angegriffen. Erobern und dort drinnen hast du noch verschiedene Sachen, die du looten kannst. Okay. Und ja, dann ist irgendwann Schluss. Okay. So, ich habe jetzt nur ein Multitool und einen Bohrer, ne? Ja, eine Waffe oder was. Also sicher, ne? Na ja, gut. Also ich habe jetzt noch mein Sturmgewehr mit. Aber ich meine, wir können ja auch auf dem Mond mal fliegen, dann. So, ich habe 120 Schuss ungefähr für jede Pistole, für die Pistole und fürs Sturmgewehr. Ja, genau. Dann machen wir los. Essen, ein bisschen. Ja, das habe ich dabei. Ja. So, dann können wir. Du fliegst. Dann können wir. Gut. Ich kann halt nicht. Helm aufsetzen. Ach ja, stimmt. So. Und. Wie kann ich denn jetzt das Rolltor zumachen? Ach, ist auch egal. Kannst du das, wenn du drinnen sitzt, machen? Was denn? Ja, ich. Ich hab jetzt. Wie heißt das? Huch. Ja, kannst los, wenn du willst. Alles klar. Gut. Guck mal, das Radar dreht sich auch. Das ist ja geil. Ja, dann würde ich sagen, dann verlassen wir mal. Ja. Hau rein. Diesen Fleck. In der Nacht starten wir. Irgendwas geht bestimmt schief. Ja, bestimmt. Aber ist doch gut. 200 Meter noch bis zum Orbit. Da sind wir durch. Zack! Schon sind wir im Weltraum. Cool. So, jetzt haben wir hier drüben, haben wir die, das ist glaube ich die Trainingsstation. Also wenn wir auf M gehen, dann sehen wir hier den Orbit. TSO. TSO, Aqua, Trainingsstation. Ja. Orbit. Ah, okay. So, und wir sehen, dass wir hier Asteroiden, Sodium, Neodymium und Promethium haben wir hier irgendwo. Müssten wir jetzt sozusagen suchen. Legen wir mal in den Asteroidengürtel. Ja, mach mal. Asteroidenrammen. Mal sehen, ob es auch Drohnen gibt hier. Steine. Tja, das ist auch schon mal viel wert, ne? Ah, hier vorne. Hier gibt's. Oh, das ist was Rotes. Siehst du das auf dem Radar da oben? Ja. Eine Drohne. Und da ist Satium-Asteroid. Genau. Deswegen ist auch die Drohne da. Wahrscheinlich. Und da oben sehe ich sie. Na dann. Siehst du. Gib ihr mal Saures mit der Minigun. Ah, super. Lässig. Aha. So, wenn und jetzt? Wenn du aussteigst, kannst du die looten. Da ist auch Zeug drin. Aber du musst natürlich dein Jetpack anschalten. Ja, das ist klar. Sonst fällst du durch. Also bei mir fliegst du mit dem Kopf nach unten. Cool. Das siehst du mal. So. Ja, die hat ganz viele Rohre dabei. Und was ist das denn? Eine Stromspule. Cool. Erweiterte CPU. Da. Sehr schön. Wo ist das Raumschiff? Da. Ja. Ich fliege auch mit dem Kopf nach unten. Wieso bin ich denn falsch rum? Warte mal, ich drehe mal gerade um. Jetzt, genau. So, wir können gut. Wieder. So, wollen wir erstmal Sadio ein bisschen abbauen, oder? Klar, hau rein. Ja, dann können wir erstmal hier ein bisschen parken. Pass auf, über uns ist ein Asteroid. Oh ja, gut, dass es noch keinen Kollisionsschaden gibt.
Wenn man jetzt den Helm abnimmt, ist nicht so gesund, ne? Ja, da wird es, glaube ich, ein bisschen rot und der meldet sich. Na, Kollege. So, wo sind wir hier? Ich habe schon Orientierung verloren. Ja. So. Doch soweit. Also aus dem Flugzeug sieht es irgendwie eher näher aus. Wieso kann ich nicht bohren? Achso, okay. nicht nachgeladen. Ha. Ja, das... Achso, Geländeabbau, auffüllen, einebnen, entfernen, ne, Rohstoffabbau, ne? Genau. Oh, mir ist kalt. Ach ja, alles klar. Wir müssen zurück. Wir haben schlechte Panzerung. Ja, dann fahren wir halt wieder. Also noch geht's. Aber wenn's Leben runtergeht, dann... Weil wir haben, glaube ich, bloß die leichte Panzerung. Die hält die Kälte nicht so gut aus. Okay. Also brauchen wir besser einen Anzug oder was? Ja, oder so ein Upgrade. Da kannst du dir was in die Panzerung reinbauen, dass die Kälte sozusagen besser ausgehalten wird. Okay. Hier wäre noch ein Job für mich, so im Real Life. Ey, das macht doch Spaß, das hier. Im Weltraum rumhängen und abbauen. Mhm. Ja. Oh, erfrieren tue ich. Okay, ich erfriere. Schlecht. Ich flieg da mal zurück, ja. Ja, aber dann komme ich auch gerade und Meilen dann... bin schon bei 350 nur. Oh, Alter, mal sehen, ob ich das schaffe. Oh, 300, 270. So, ich gehe mal hier rein. So, und ich habe Sauerstoff und habe 22 Grad. Oh. Mal sehen, ob ich sterbe hier. Nee, es geht's. Bei 75. Ja, dann lass halt jetzt gerade zurückfliegen, dann bauen wir uns bessere Anzüge. Ja, das ist ja kein Thema. Gut, bist du drinne? Ja, ich sitz schon. Gut. Auf geht's. So, wohin müssen wir? Müssen wir nicht nach unten? Naja, ich versuche ja durch zu... Also da, darüber. Achso. Da unten ist, glaube ich, der Mond. Ja, aber war doch okay. Mhm. Für den Erstflug war das doch schon gut. Ja. Ich glaube, mit der Sauerstoffversorgung, die ich eingebaut habe, ging das, weil die hält das auf 22 Grad stabil. Und bei dir müsste eigentlich das Sauerstoffsymbol angezeigt sein. Kann das sein? Ich bin auf 289. 287. Aber du hast jetzt bei dir 22 Grad drin. Wo sehe ich denn das? Rechts oben. So. Achso, oh ja, 25 Grad. So, jetzt, wir sind gut gelandet, ne? Gut eingetreten. Ja, guck mal, ist da die Alien-Basis unter uns oder ist das unsere Basis? Ne, das ist unsere. Achso. Also, ah ja, okay, ja. Bisschen rechts. Oder? Ja. Und wieder nach. Irgendwo müsste es sein. Genau rechts unter uns. Hm, ja, ich sehe nichts. Hier ist alles dunkel. Warte, drehen. Ja. Jetzt wird's. Ah, cool. Kann das nicht mal hell werden kurz? Das wäre dann schöner an. Man parkt die Karre doch direkt. Mehr? Obwohl, das ist doch egal. Naja, sonst passe ich glaube ich nicht hin, oder? Ach, ich fahre wieder dahinter, alter Platz. Wir können ja mal noch so einen schönen großen... Einen Landeplatz bauen bei Gelegenheit. Genau. Aus 4 Milliarden Stahlblöcken.
Ja. So, gut. Guck mal da. Hat funktioniert. Das heißt, wir brauchen jetzt einen besseren Raumanzug. Ja. Ich glaube, das kann ich. So ein Upgrade. Ich glaube, da haben wir auch welche. Und zwar hast du da diese, wenn du hier oben reinschaust, hast du da diese Eva Boost und da steht Kälte 190. EVA Boost, genau. Und die kannst du dir rüberziehen dann in deinen Anzug. Ja, hatte ich doch schon drin. Hast schon einen drin? Ja, den hatte ich schon. Ich hatte mal einen gefunden. So. Aber meine Rüstung ist fast kaputt. Die hat nur noch so ein Pixelgrün. Okay, bei mir geht's, aber ich habe keine. O2-Station. Wo haben wir eine Reparaturstation? Die steht hier gleich daneben. Klonkammer? Ja. Ach, hier ist das Ding. Ah, okay. So, und dann. Ich muss erstmal komplett heilen. Achso, wie kriege ich denn meine Rüstung da rein? Die kannst du nur ausziehen in diesen Spind. In diesem Spind? Das ist umständlich. Du musst die ausziehen, dann bei dir reinnehmen, dann rübergehen, dann wieder rausführen und dann reparieren. Oh. Wo ziehe ich die aus? Hier oben, hier. Achso, in dem Ding hier. Mhm. Okay. So, einen Booster-Platz habe ich noch frei. Kann ich dann noch einen zweiten EVA-Boost reinpacken? Genau, könntest du machen. Also, naja, gut, dann, jo, ne? So, dann, der ist belegt. Ich tue gleich mal das Radium hier einwerfen. Gut. So, dann packe ich mal meinen Kram noch da rein. So, dann können wir direkt nochmal los. Genau, jetzt müssen wir nochmal schauen. Ich habe jetzt nicht gemerkt, wie viel Grad das war maximal. Also ich kann jetzt mit meinem bis minus 199 Grad gehen. Ich habe jetzt komischerweise rechts oben ein Ausrufezeichen in Rot, wenn ich hier so stehe. Wovon ist denn das? Neben der Temperatur habe ich ein Warndreieck mit einem Ausrufezeichen in Rot. Ist mir vielleicht zu warm? Eigentlich nicht. Also eigentlich sind es hier 22 Grad. Hm. Also bei mir steht 22 Grad. Also ich habe hier Komfortbereich Temperatur minus 390 Grad plus 15 Grad. Strahlungslimit 4. Komfortbereich, Temperatur ist bei mir plus 199 minus. Bei mir ist Komfortbereich minus 390 to 15. Da hast du zwei von diesen Eva-Boost drin, oder? Ja, genau. Genau, na da ist das natürlich 2 mal 199, also minus, da ist das natürlich cool. Oh. So, Sauerstoff könnte man noch tanken, ne? So, hab ich mal voll gemacht. Gibt es noch einen Maiskolben oben drauf? Schon sind wir topfit. Gut, dann. Nur dann. Ja. Mal machen. Rüstung haben wir jetzt bloß diese, ne? Wir hatten jetzt keine mittlere oder so. Das ist schade. Nee, also ich kann da sonst nichts herstellen. Ich krieg komischerweise auch gar keine. Ich krieg keine Skillpunkte, Wieder Level 11. Vorhandene Freischaltpunkte ein. Ich krieg keine neuen Punkte. Ich muss mal ein paar Raptoren killen gehen bei Gelegenheit. Oder irgendwas in der Art. Das ist das Effektivste. So, willst du fahren mal? Ja, da komm, da fahr ich mal. Ich probier das mal aus. Du, bist du drin? Ja. Siehst du unten Passagiere 1. So, auf geht's hier. Hoch in den Himmel. Im Himmel hochjauchzend. Guck mal, da ist der Mond. Den könnte
könnte man ja auch besuchen. Ja, dann fahren wir mal zum Mond. Fliegen wir zum Mond. Oh, Helm aufsetzen. Macht Sinn, ja. Was schwebt denn da rum? Ohne, da ist irgendwas. Hier, was ist denn das da? Ein Carrier. In Rot. Ah ja, das ist ein Carrier. Der kann natürlich, glaube ich, auch zurückschießen. Aber du hast Reichweite, weiß ich nicht, 700 Meter oder so. Wo sehe ich denn die Reichweite? Ah ja, da unten rechts. Oder flieg mal rein, vorsichtig. Ich glaube, der geht. Der hat bloß... Oh, da kommt eine Drohne. Ah ja. Fertig. Oh, Achtung. Da, die beiden Schützen. Wie sind die? Aber die Drohne ist... Die Drohnen sind wir los. Ja. Und dann waren zwei Geschütze da oben. Ja. Und da oben auch nochmal zwei. Okay. Was sind die? Hier sind noch mehr Drohnen. Ja, dann, oh ja, das sind viele. Dann lass uns taktischen Rückzug machen. Und wir können das Dampf auflegen. Dann nehme ich schon eins mit. Ich sehe die Geschütze nicht so richtig, ich weiß nicht genau, wo die stehen. Da kommt noch eine Drohne. Ah, da kommt wieder zurück. Also vorne haben wir schon ein Geschütz eingelöst. Du schießt nur noch mit einem. Ja, doch noch von beiden Seiten Geschütze. Scheiße. Ja, klar, deswegen ja. Rückzug. Da sind so viele. Also mit so Minigun-Dings sind wir nicht drauf vorbereitet. Ich habe bei mir Raketenwerfer dran. Da könnten wir zusammen fliegen und das Ding looten. Was ist denn jetzt der Mond? Ach, das ist der Planet, genau. So. Das ist der Planet. Aber wir können natürlich, obwohl, können wir die Drohnen looten? Ne, können wir nicht. Ja, die kann man an sich looten, aber... Ja, aber der Carrier beschießt uns ja dann weiter. Ich dachte, die wären vielleicht weit genug weg. Naja. Aber ein schönes Gefecht. Herrlich. Hm.